Rund 1100 Schülerinnen und Schüler waren am 14. Februar 2017 ins Design Center Linz zum Klassensprecher-Landestag gekommen. Ein Programm-Highlight war die Wahl des engagiertesten Klassenvertreters Oberösterreich, der aus 59 Einreichungen ermittelt wurde. And the winner is Milo aus Gmunden. Von den vier Finalisten konnte sich Stefan Milojevic aus der Hack Gmunden beim Online-Voting durchsetzen. Wichtig ist für ihn in seiner Funktion auf jeden Fall das Arbeitsklima, weil ich meine, das Ziel ist für jeden die Matura. Und nur mit einem guten Arbeitsklima können wir das gemeinsam erreichen. Und das ist auf jeden Fall mein Hauptthema. Und ich schaue einfach, dass alle miteinander gut auskommen, dass es keine Streitigkeiten gibt. Ein weiteres Highlight war der Kurzvortrag der ehemaligen Stabhochspringerin Kira Grünberg, die seit einem Trainingsunfall im Juli 2015 querschnittsgelähmt ist. Also ich glaube, das Hauptthema ist, dass eben auch kleine Sachen im Leben ganz wichtig sein, dass man sich auch über diese freuen kann. Und natürlich bei der Arbeit über mein Leben erzählen, dass ich eben früher Sport gemacht habe und wie der Unfall vorhergegangen ist. Und ja, hoffentlich ein bisschen Motivation mitgeben können. Kira Grünberg verriet uns, wie sie sich motiviert und antreibt. Also ich setze mir eigentlich immer ein großes Ziel und dazwischen mache ich immer kleine Zwischenziele, um eben die dann auch zu erreichen, dass man wieder Erfolgserlebnis hat. Und das ist eigentlich meine Hauptmotivationsquelle. Und natürlich auch die Familie und Freunde, die was zu einem stehen und dann danach oft ein bisschen mehr motivieren und Motivation mitgeben. Ich glaube, das ist ganz was Wichtiges. Mit dabei war auch ein ehemaliger Klassensprecher, der aber bald das höchste Amt in Oberösterreich bekleidet. Der künftige Landeshauptmann Thomas Stelzer weiß, wie wichtig es ist, dass sich junge Leute für die Gemeinschaft engagieren. Unsere Gesellschaft gründet darauf, dass wir miteinander Aufgaben übernehmen, dass wir demokratisch gestalten. Das heißt natürlich, dass sich Leute darum annehmen müssen. Und gerade die Klassensprecher, die Schulsprecherinnen und Schulsprecher sind ein tolles Vorbild für andere, weil sie einfach auch das darstellen, dass wir uns demokratisch organisieren. Er stellte sich zum Abschluss der Veranstaltung auch noch den brennendsten Fragen der Schülerinnen und Schüler. Hauptanliegen waren die Praxisnähe des Unterrichts, die modulare Oberstufe, das verpflichtende anonyme Lehrerfeedback, die Einführung des Faches politische Bildung sowie neue Testformate für weniger Auswendiglernerei.